Ja, gegen kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr Kassel alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit Großfahrzeugen und Brandfolge. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass der LKW im Hintergrund nur durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist. Es gibt keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Jedoch waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig, zumal das Feuer auf die Böschung übergegriffen hat. Es handelt sich hierbei um einen Werkstatt-LKW, also mit Werkstatteinrichtungen und verschiedenen Geräten. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert circa noch 10 Minuten. In der Anfangsphase waren beide Fahrtrichtungen gesperrt, da der LKW in voller Ausdehnung brannte.